Hallo und herzlich willkommen bei DrumMind. Martin hier für dich und in diesem Video zeige ich dir, wie du deine Bassdrum stimmen kannst. Ich sage ganz bewusst, dass ich dir zeige, wie du sie stimmen kannst und nicht, wie du sie stimmen musst. Auf der einen Seite hat nämlich jeder Schlagzeuger unterschiedliche Meinungen, wie eine Bassdrum klingen sollte, denn der Geschmack, was Sound angeht, ist einfach verschieden. Und auf der anderen Seite treffen bei einem Schlagzeug so viele unterschiedliche Faktoren aufeinander, die den Sound beeinflussen, dass es keine universelle Musterlösung zum Stimmen jeder Bassdrum geben kann. Was das für Dinge sind, die den Sound beeinflussen und worauf du achten kannst, wenn du deine Bassdrum stimmen möchtest, zeige ich dir nach dem Intro. Also, wir stimmen eine Bassdrum. Ich zeige dir gleich Schritt für Schritt, worauf du achten und wie du vorgehen kannst, aber vorher gehe ich noch mal kurz darauf ein, warum es keine Universalanleitung zum Stimmen geben kann. Tatsache ist nämlich, dass das Stimmen eines Schlagzeugs im Gegensatz zu anderen Instrumenten wie beispielsweise Gitarren, die ja auf bestimmte Töne gestimmt werden, viel mit Geschmackssache zu tun hat. Es gibt zwar auch Stimmgeräte für Trommeln, aber die kannst du direkt mal wieder vergessen, weil wir machen das jetzt nach Gehör. Das finde ich sowieso besser, denn dann schult man auch so ein bisschen das Gehör, um auf gewisse Dinge zu achten, was den Sound angeht. Da die Geschmäcker, was den Sound angeht, Gott sei Dank verschieden sind, hat jeder Drummer andere Vorstellungen davon. Das finde ich persönlich auch sehr gut so, denn sonst würde ja jedes Schlagzeug gleich klingen und das wäre ja ziemlich langweilig. Alleine deswegen kann es schon keine Musterlösung geben. Was aber auch noch dazu kommt, sind die ganzen verschiedenen Komponenten am Schlagzeug, die den Sound beeinflussen. Das wäre als erstes mal die Trommel selbst und da kommt es natürlich darauf an, aus welchem Material ist der Kessel, also der Korpus der Trommel selbst. In den meisten Fällen natürlich aus Holz, aber es gibt auch Trommeln aus Acryl. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es ein Holz ist, aber welches Holz? Es gibt Pappel, Ahorn, Birke, Walnuss, Bobinga und jedes Holz hat einen anderen Klang. Und dazu kommen die unterschiedlichen Größenverhältnisse, also welchen Durchmesser hat die Trommel und welche Tiefe hat die Trommel. Als nächstes beeinflussen die Fälle den Sound, also was sind da für Schlagfälle oder Resonanzfälle drauf? Sind die einschichtig, doppelschichtig, mit Dämpfungsring, ohne Dämpfungsring? Wie hoch oder wie tief werden die gestimmt und wird in der Trommel noch irgendwas zur Dämpfung platziert? Und wenn ja, was? Eine Decke, ein Schaumstoff, ein Basskissen? Und dann beeinflussen auch noch die Fußmaschine, der Beater und die Fußtechnik selbst den Sound. Du siehst, das sind sehr, sehr viele Dinge, die da zusammenkommen und letztendlich den Sound einer Bassdrum ausmachen. Und deswegen kann es keine Musterlösung geben. Das muss dich jetzt aber nicht frustrieren, sondern da kannst du eher froh drum sein, denn so hat man später jede Menge Möglichkeiten zum Testen und kann viele verschiedene Sounds ausprobieren. Und das ist meiner Meinung nach eine wirklich spannende Sache. Und keine Sorge, falls du jetzt gerade schon Dinge gehört hast, die dir vielleicht absolut neu sind und von denen du bisher noch keine Ahnung hast. Ich gehe gleich Schritt für Schritt vor und erkläre alle wichtigen Begriffe und gebe dir Tipps, worauf du achten kannst. Und am Ende des Videos wirst du sagen, ach okay, war ja ziemlich einfach. Falls du Schlagzeuganfänger bist oder dich generell für solche Videos und Tutorials interessierst, dann vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, denn dann bleibst du immer auf dem Laufenden und verpasst keine neuen Videos mehr. Und allen Schlagzeuganfängern, die sich für Online-Unterricht interessieren, kann ich nur empfehlen, mal unsere Website zu besuchen, www.drum-mind.com. Denn da kannst du dich zu unserem kostenlosen Online-Kurs anmelden und bekommst jede Menge coole Videos, Grooves, Fill-Ins, Übungen und andere Tipps und Tricks einfach per Knopfdruck. Es lohnt sich auf jeden Fall und es ist wie gesagt absolut kostenlos. So, und jetzt zurück zur Bassdrum. Die Bassdrum ist meiner Meinung nach die am einfachsten zu stimmende Trommel am ganzen Schlagzeug. Es geht damit los, dass du dir erstmal die Frage stellen solltest, was für einen Sound du überhaupt haben willst oder zu welcher Musikrichtung der Sound passen sollte. Falls du Anfänger bist, ist die Frage eventuell nicht ganz leicht zu beantworten, da du noch nicht viele Vergleichsmöglichkeiten hast. Deswegen wählen wir für unseren Sound jetzt erstmal einen Pop- und Rock-Sound. Das kommt nämlich am Anfang deiner Karriere wahrscheinlich am häufigsten vor und das passt ebenso gut auch zu Hip-Hop, Funk, Soul und so weiter. Für diese Musikrichtung muss die Bassdrum auch wieder für meinen Geschmack so tief wie möglich klingen. Der Name sagt es ja schon, Bassdrum, also viel Bass. Wie wir den jetzt rausbekommen, zeige ich dir jetzt. Du siehst meine Bassdrum jetzt schon vorbereitet, beziehungsweise ich habe sie erstmal in alle Einzelteile zerlegt, damit ich dir das wirklich von Grund auf zeigen kann. Ich habe hier auf der einen Seite die verschiedenen Fälle, also Schlagfälle und Resonanzfälle. Da gehe ich auch gleich nochmal gesondert drauf ein und erzähle da ein bisschen was zu. Und auf der anderen Seite habe ich hier die Spannreifen und Spannschrauben, Dämpfungsmaterial und auch die Fußmaschine, wobei die ein bisschen später dran kommt.
und natürlich den Kessel selbst. Wir bleiben auch erstmal beim Kessel, denn der ist wie gesagt zu einem großen Teil ausschlaggebend für den Sound. Hierbei kommt es jetzt auf den Durchmesser und auf die Tiefe an. Je größer vom Durchmesser her die Bassdrum ist, desto bassiger ist sie auch und je tiefer sie ist, desto knackiger klingt sie auch. Und zusätzlich kommt es noch auf die Holzart an, denn jede Holzart hat verschiedene Klangeigenschaften. In dem Fall ist das jetzt 100% Birkenholz. Was ich allerdings auch noch gut finde, ist Ahorn, Bobinga, Walnuss. Was ich nicht so gut finde, ist Pappel, weil das ist eher ein relativ weiches Holz und das wird auch meistens eher nur für Schlagzeuge verwendet, die eher so in dem günstigeren Bereich unterwegs sind. Die Bassdrum hier hat jetzt 22 Zoll im Durchmesser und 18 Zoll in der Tiefe. Das ist schon ordentlich, das passt super für mich und meinen Sound, den ich haben will, also Rock, Pop, Funk, Hip-Hop, all sowas. Und die stelle ich jetzt erstmal so vor mich hin, so wie ich es gerade schon hatte. Und dann kann man jetzt schon mit dem Schlagfell anfangen. Wobei wir schon beim nächsten Thema wären, das Schlagfell. Die Auswahl ist riesig und zu Beginn weiß man erstmal nicht, was gut ist, deswegen gebe ich dir ein paar Tipps dazu. Wenn du bei der Bassdrum den meisten Bass rausholen willst mit viel Attack, also Anschlagsound, und zusätzlich dazu wenig Sustain, also eine kurze Nachklangzeit haben möchtest, dann empfehle ich dir, ein Schlagfell zu nehmen, was relativ dick ist. In Zahlen heißt das, dass es mindestens 10 mm dick sein sollte. Das hat dann außerdem den Vorteil, dass es länger hält. Bei Fellen wird diese Dicke immer in Mill angegeben, wobei dieses Mill jetzt nicht die Abkürzung für Millimeter ist, sondern das Mill ist eine eigene Maßeinheit. Ich glaube, ein Mill sind 0,025 Millimeter oder so. Dazu kannst du noch darauf achten, dass in dem Fell ein sogenannter Dämpfungsring eingearbeitet ist. Ja, das ist jetzt dieser hier beispielsweise, denn der eliminiert dann nochmal zusätzlich unerwünschte Obertöne. Wenn du nach diesen Kriterien suchst, findest du mehrere Fälle, die Sinn machen können. Ich sage dir aber direkt mal ein paar meiner persönlichen Lieblingsfälle, damit du nicht den ganzen Laden durchsuchen musst oder das ganze Internet durchsuchen musst. Zum einen finde ich das E-Mat von Evans oder Evans, jeder spricht es anders aus, finde ich ganz gut. Das ist dieses hier. Das ist einschichtig, ist 10 mm dick und hat als Besonderheit dieses schwarze Kunststoffprofil hier am Rand, wo man noch so einen Dämpfungsring mit reinlegen kann. Das ist ganz praktisch, weil man dann das Fell ganz bequem von außen dämpfen kann und gar nicht irgendwie großartig in der Bassdrum rumfummeln muss. Das siehst du auch später noch, wenn es um die Dämpfung geht. Die meisten Fälle werden nämlich von innen gedämpft und dieses hier wird eben ganz einfach und bequem von außen gedämpft. Im Lieferumfang sind, glaube ich, zwei verschiedene Ringe dabei. Einmal dieser schmale hier und einmal ein etwas breiterer. Hat sogar den Vorteil, dass du da drei verschiedene Sounds im Prinzip mitmachen kannst. Einmal ohne Ring, einmal mit dem schmalen Ring und einmal mit dem breiten Ring. Ja, so viel dazu. Dann gibt es ein Fell, was man quasi als Allround-Fell bezeichnen kann. Und das ist das Powerstroke 3 von Remo. Das geht eigentlich immer. Also das funktioniert immer, das passt auf jeder Bassdrum. Der Sound ist immer gut. Das ist auch einlagig, ist auch 10 mm dick und hat dann eben hier so einen kleinen Dämpfungsring beziehungsweise hier auf der Innenseite nochmal so einen schmalen Ring mit eingearbeitet. Das funktioniert immer, ich spiele es auf jeder Bassdrum gerne, hat mich noch nie enttäuscht, ist immer gut. Dann gibt es noch ein anderes Fell, was ich auch sehr, sehr gerne spiele, und zwar ist das das Powerstroke 4, also der Nachfolger von diesem hier im Prinzip. Wobei Nachfolger jetzt nicht unbedingt heißen muss, dass es besser oder schlechter ist, sondern es ist einfach anders. Das ist dann sogar doppellagig, wobei jede Lage 10 mm dick ist, also schon wirklich sehr dick. Das gibt auch einen für mich extrem guten Sound mit viel Bass, viel Attack und zusätzlich ist das Fell durch die doppelten Lagen auch eben sehr, sehr lange haltbar. Im Übrigen bekomme ich jetzt keine Provision oder ähnliches dafür, dass ich jetzt hier diese Felle erwähne, weil jetzt zum jetzigen Zeitpunkt haben wir kein Sponsoring mit irgendeinem Fellhersteller oder so, sondern das sind einfach nur irgendwelche Felle, die ich über eine sehr lange Zeit selber getestet habe und die ich persönlich für gut befunden habe. Jetzt fangen wir an, die Felle aufzuziehen und dafür legt man jetzt die Bassdrum eben so vor sich hin und dann kann man als erstes mal mit den Fingern so über die Kesselgratung gehen und sich die Kesselgratung ganz in Ruhe angucken, ob das wirklich alles in Ordnung ist oder ob da irgendwelche Macken oder Dellen drin sind. Es sollen auch keine Flusen oder Fussel da drauf liegen oder Holzspäne oder ähnliches, weil sonst das Fell nachher nicht richtig auf der Kesselgratung aufliegen würde. Ganz wichtig, eine Sache hätte ich fast vergessen, bevor du ein Fell aufziehst, achte immer darauf, dass du es auf der richtigen Seite aufziehst. Ja? Ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass ich das Fell auf der falschen Seite aufgezogen habe, deswegen ein Tipp.
Die Füße einer Bassdrum sind immer näher zur Resonanzfellseite hin. Ja? Das heißt, hier ist also die Resonanzfellseite und das hier ist die Schlagfellseite. Ist mir, wie gesagt, auch schon passiert. Da war man dann irgendwie in Gedanken, hat die Felle falsch rum aufgezogen und alles fertig gestimmt und so weiter. Und dann kann man wieder alles runterholen, weil man sich aus Versehen vertan hat. Okay. Wird dir jetzt nicht passieren, ich habe es gesagt, deswegen achte da drauf. So, wenn dann alles okay ist, das heißt, dass die Kesselgratung in Ordnung ist und du die Bassdrum richtig rumliegen hast, dann kannst du das Schlagfell drauf machen. So, und das wird dann einfach so auf die Kesselgratung aufgelegt. Und bei mir muss es halt eben immer so sein, dass das Logo dann genau hier über der Halterung ist, dass es schön mittig drauf sitzt. Im Prinzip wäre das egal, wo das Logo sitzt, der Sound bleibt der gleiche, aber das Auge spielt ja mit. Und für mich persönlich muss das immer schön mittig und akkurat sein. So. Weiter geht's dann mit dem Spannreifen. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene, aber nur von der Lackierung her. Der eine ist etwas heller, weil die Bassdrum eben so lackiert ist. So, und die werden im Prinzip einfach nur auf das Fell aufgelegt. Aber Achtung, je nachdem, was du für ein Schlagzeug hast oder wie alt dein Schlagzeug ist, kann es sein, dass deine Spannreifen zwei unterschiedliche Kanten haben. Deswegen schau dir die mal von der Seite an. Bei manchen Spannreifen kann es nämlich sein, dass du eine flache Seite hast und eine Seite, die leicht abgerundet ist. Wenn das der Fall sein sollte, dann kommt die flache Seite immer zum Fell hin, damit der Druck, der später auf den Reifen wirkt, gleichmäßiger auf das Fell übertragen werden kann. Und die abgerundete Seite kommt dann eben zu den Spannschrauben hin, das heißt also nach außen. Wenn jetzt allerdings beide Kanten gleich sein sollten, dann ist es egal, wie rum du den auflegst. Manche Spannreifen haben auch noch so ein kleines Polster hier auf der Innenseite, worauf dann später die Fußmaschine montiert wird, damit der Lack dann nicht verkratzt. Falls du also so ein Polster hast, dann leg den Spannreifen so auf, dass dieses Polster mittig unten liegt und auch nach außen zeigt. Jetzt können wir schon die Spannschrauben reindrehen und die schraube ich erstmal so weit rein, dass sie so gerade eben am Spannreifen packen, aber noch nicht wirklich Druck ausüben. Erst noch bis hierhin und noch nicht weiter. Das mache ich jetzt bei allen Schrauben, aber das mache ich auch im Zeitraffer, damit es etwas schneller geht und damit sage ich bis gleich. Die Schrauben packen jetzt so ganz leicht am Spannreifen oder besser gesagt liegen so gerade eben erst auf dem Spannreifen auf. Jetzt mache ich Folgendes und zwar drücke ich erstmal so mit der Faust oder dem Handballen hier in die Mitte vom Fell und drücke da so ein bisschen drauf rum, denn dadurch positioniert sich das Fell noch ein kleines bisschen besser. So, und als nächstes fahre ich dann hier oder drücke hier mit dem Finger so an der Kesselgratung entlang und fühle, ob da immer noch ein bisschen Luft drunter ist oder nicht. So, und wenn da noch Luft drunter sein sollte, dann liegt das Fell da noch nicht richtig auf. Das heißt, man müsste dann da noch ein bisschen nachziehen, sodass das Fell wirklich überall gleichmäßig schon auf der Kesselgratung aufliegt. Wenn man dann den Eindruck hat, dass alles okay ist und das Fell jetzt so schon gleichmäßig aufliegt, es wird ja noch kein Druck ausgeübt, aber es sollte zumindest schon mal gleichmäßig drauf liegen, dann kann man mit dem eigentlichen Stimmen anfangen. Dazu nimmt man so einen ganz einfachen, normalen Stimmschlüssel. Und jetzt fange ich an, suche mir irgendeine Schraube aus. Ich nehme einfach die hier oben. Da fange ich jetzt an, merke mir diese Schraube auch. Und da mache ich jetzt erstmal eine halbe Umdrehung. So. Und dann gehe ich zu der gegenüberliegenden Schraube. Das heißt, jetzt wird über Kreuz quasi gestimmt. Da mache ich jetzt auch eine halbe Umdrehung. Dann gehe ich zu der Schraube rechts, von der ich gestartet bin. Mache da auch eine halbe Umdrehung. So, und dann wieder gegenüber. Dann wieder eine Schraube weiter, auch wieder eine halbe Umdrehung, wieder gegenüber, halbe Umdrehung, noch eine Schraube weiter, halbe Umdrehung und dann wieder gegenüber. Das ist auch die letzte Schraube, auch wieder eine halbe Umdrehung. So. Und ganz ehrlich, das war es schon. Mehr mache ich am Schlagfell gar nicht. Das soll so tief wie irgendwie möglich klingen. Wenn das Fell jetzt noch ganz krasse Falten werfen würde oder so, dann würde ich nochmal die eine oder andere Schraube ein bisschen nachziehen, ansonsten nicht. Selbst wenn später der Beater vom Fußpedal in das Fell drückt und dann Falten entstehen würden, dann würde ich das wahrscheinlich auch so lassen. So hast du nämlich am meisten Attack, am meisten Bass und am wenigsten Sustain. Eigentlich genau das, was ich haben will.
Da jedes Schlagzeug aber anders ist, kann es sein, dass du vielleicht sogar noch weniger Umdrehungen machen musst oder vielleicht auch etwas mehr. Das kommt, wie gesagt, ein bisschen auf die Holzart an, auf das Fell an. Und es kommt auch natürlich auf das Gewinde an. Ja, das kann natürlich sein, dass du jetzt ein anderes Gewinde hast und dementsprechend anders drehen musst. Ich achte im Prinzip einfach nur darauf, dass das Fell gleichmäßig auf der Kesselgratung liegt. Und dann ziehe ich es echt nur ein klein wenig an, sodass die Schrauben nicht mehr wackeln und ein ganz klein bisschen Spannung aufgebaut wird. Je mehr du die Schrauben anziehst und je mehr Spannung du auf das Fell bringst, desto höher klingt die Bassdrum nachher. Ich möchte meine aber so tief wie möglich haben, deswegen halt so wenig Spannung bzw. deswegen so wenig Umdrehungen. Jetzt gehen viele Schlagzeuger hin und tippen hier immer am Rand des Fells in der Nähe der Schrauben das Fell an, um zu hören, ob die Tonhöhe gleich ist. Ja, kann man machen, muss man bei der Bassdrum, finde ich, nicht unbedingt. Bei den Toms und der Snare ist das was anderes, da mache ich das auch. Bei der Bassdrum achte ich aber weniger auf eine gleichmäßige Tonhöhe an jeder Schraube, sondern eher auf die Spannung der einzelnen Schrauben. Es soll, wie gesagt, eben so viel sein, dass die Schrauben gerade eben am Spannreifen packen und ein kleines bisschen Druck ausüben und so, dass keine krassen Falten im Fell entstehen, ja, mehr nicht. Diejenigen, die jetzt hingehen und alle Falten rausziehen, drehen die Schrauben immer höher und gucken dann, dass jede Schraube irgendwie gleich hoch klingt und wundern sich später, warum da kein knackiger, kurzer und tiefer Ton rauskommt. Wichtig dabei ist aber zu unterscheiden, für welche Musikrichtung man den Sound einstellt. Wir kümmern uns jetzt gerade um einen knackigen Rock-Pop-Sound. Wenn es jetzt aber um Jazz oder Latin geht, dann würde ich die Bassdrum auch ein klein wenig höher stimmen, damit da ein bisschen mehr Ton rauskommt. Mal ganz davon abgesehen, dass ich für die Musikrichtung wahrscheinlich auch eine ganz andere Bassdrum, wahrscheinlich sogar eine kleinere Bassdrum nehmen würde und andere Fälle nehmen würde. Aber das ist eine andere Geschichte. Zurück zu unserem Rocksound. Das Schlagfell ist jetzt im Prinzip fertig. Das heißt, wir können die Bassdrum jetzt umdrehen und machen dann weiter. So. Jetzt ganz wichtig, bevor wir das Resonanzfell drauf machen können, müssen wir erstmal über die Dämpfung sprechen, denn die kommt jetzt erst in die Bassdrum rein. Und zwar logischerweise bevor das Resonanzfell drauf ist, denn sonst kommen wir ja nicht mehr da dran. Was ist jetzt allerdings eine Dämpfung, wofür brauchen wir das und wo bekommen wir das her? Eine Dämpfung ist etwas, was wir in die Bassdrum reinlegen, um den Sound zu kontrollieren. Weil der Kessel ja relativ groß ist, könnten sich bei einem Schlag auf das Schlagfell die Schallwellen relativ lange ausbreiten. Das wollen wir bei einer Bassdrum aber eigentlich vermeiden, denn wir wollen ja einen knackigen, kurzen Ton. Also legen wir da irgendwas rein, was den Schall bricht oder absorbiert. Und das kann ein einfaches Kissen sein, das kann so eine einfache kleine Wolldecke sein, das kann auch so ein Akustikschaumstoff sein. Oder beispielsweise so eine kleine, ja, sagen wir, Spezialanfertigung, die ich mal gebastelt habe, sein. Da gehen mehrere verschiedene Sachen. Was davon jetzt die beste Lösung für deine Bassdrum ist, das musst du selbst ausprobieren. Ich habe früher eine ganz lange Zeit mit so einem Akustik-Schaumstoff in der Bassdrum gearbeitet, bis ich dann mal mit einigen Drumtechs, also sprich den Tontechnikern speziell fürs Schlagzeug gesprochen habe und mir da ein paar Tipps geholt habe. Ja, ich lerne auch noch dazu, logisch und gerne. Und diese Tipps gebe ich dir natürlich jetzt direkt mit auf den Weg. Wir haben ja schon festgehalten, dass jede Bassdrum durch die verschiedenen Komponenten ein eigenes Klangverhalten hat. Deswegen kann man auch nicht von vornherein sagen, welche Dämpfungsmöglichkeit wohl am besten ist oder welche am besten funktioniert, sondern man muss einfach viel ausprobieren. Da ich hier glücklicherweise mein kleines Studio habe und Aufnahmemöglichkeiten habe, habe ich mal verschiedene Sachen getestet. Und so habe ich dann beispielsweise angefangen, 5 Lagen Moltonstoff erstmal zugeschnitten, die dann in die Bassdrum reingelegt. Dann habe ich es aufgenommen und mir angehört. Dann habe ich es mit 10 Lagen von diesem Stoff ausprobiert und wieder aufgenommen und wieder angehört und dann wieder welche dazu und so weiter. Das war ein echt langer Prozess. Und irgendwann kam man dann an so einen Punkt, wo ich mir dachte, nee, das ist jetzt zu viel, das klingt zu dumpf, zu wenig Ton vom Kessel her, das schluckt den Sound irgendwie nur noch weg. Und dann habe ich wieder Lagen weggenommen und es wieder aufgenommen und wieder getestet und angehört und so weiter. Bis es dann irgendwann wieder zu wenig Dämpfung war, da wusste ich, okay, der richtige Wert, der liegt dann irgendwo dazwischen. Dann habe ich wieder eine Lage hinzugefügt, dann noch eine, wieder eine weg, wieder mal anhören und testen und so weiter. Das war ein ewiges Spiel, bis ich den für mich passenden Sound bzw. die richtige Dämpfung gefunden habe. Und die ganzen Lagen Stoff, die habe ich dann im Prinzip miteinander vernäht und präpariert, sodass das jetzt die perfekte Dämpfung für diese Bassdrum ist. Also zumindest perfekt für meinen Sound.
Da du jetzt aber nicht unbedingt solche Möglichkeiten hast, es so aufwendig zu testen und aufzunehmen und auch wahrscheinlich nicht unbedingt diesen Stoff jetzt parat hast, zeige ich dir, wie du das mit einer ganz einfachen, simplen, alten Decke machen kannst. Das ist oft sowieso die einfachste Lösung, weil du sie auch sehr, sehr gut so platzieren kannst, dass es auch immer noch das Schlagfell und das Resonanzfell so ein bisschen abdämpft. Also, nehmen wir hier so eine alte Decke, ein paar Mal gefalten. Für meinen Geschmack wäre die wahrscheinlich schon ein bisschen zu groß. Also es ist jetzt mehr Dämpfungsmaterial als meine kleine Spezialanfertigung da. Würde aber trotzdem gut funktionieren. So, die wird jetzt einfach erstmal so unten reingelegt. Und später, wenn die Bassdrum dann normal auf dem Boden steht, dann zeige ich dir auch noch, wie du diese Decke richtig positionieren kannst. Da gibt es nämlich noch einen kleinen Trick. Und keine Sorge, du kommst auch nachher noch dran, auch wenn das Resonanzfell drauf ist. Wie, das zeige ich dir natürlich. Damit sind wir jetzt auch schon beim Resonanzfell. Es gibt genau wie beim Schlagfell mehrere zur Auswahl. Die Hersteller verkaufen ihre neuen Bassdrums meistens mit einlagigen Resonanzfällen, was vollkommen in Ordnung ist. Ich habe auch sehr lange Zeit und spiele auch immer noch auf einigen Bassdrums ein einlagiges Fell, beispielsweise das Starfire von Remo. Das sieht erstmal super cool aus, weil es so eine Spiegeloptik hat, also so eine verchromte Optik. Aber es klingt auch noch sehr gut, obwohl es vergleichsweise dünn ist. Mittlerweile bin ich persönlich bei Resonanzfällen aber auch eher ein Freund von dickeren Fällen geworden. Damit habe ich nämlich nochmal weniger unerwünschte Obertöne und weil das Fell dicker ist und es dadurch weniger lange schwingt, wird der Ton nochmal ein kleines Stück kürzer und knackiger. Ich habe jetzt hier auch wieder verschiedene Resonanzfälle. Hatte sogar noch ein paar mehr zur Auswahl. Ich habe irgendwie bei jeder Band ein anderes Resonanzfell mit dem entsprechenden Bandlogo drauf. Aber die zwei reichen jetzt ja hier völlig. So, da habe ich jetzt beispielsweise einmal das Powerstroke Ebony. Sehr cool, einfach schwarz, Hochglanz, ganz einfach. Klingt sehr gut, ist schön dick. Wunderbar. Dann das Starfire von Remo, das mit dieser Chrom-Spiegeloptik, das habe ich ja schon erwähnt. Und jetzt hier für das Video nehme ich natürlich das tolle hier mit dem Drummind-Logo. Das ist übrigens auch ein Powerstroke 3 und dadurch, dass es jetzt diesen Aufkleber drauf hat, ist es sogar noch mal etwas dicker und klingt noch ein bisschen kürzer, habe ich zumindest den Eindruck. Sehr schönes Fell, oder? Ja, ich finde wohl. Wie du siehst, ist da jetzt ein Loch drin. Das musst du nicht unbedingt so machen, aber ich erkläre dir, warum es eigentlich schon Sinn macht. Wenn du die Bassdrum spielst und der Beater vom Fußpedal auf das Fell knallt, dann wird dabei ja viel Druck erzeugt und die Luft in der Bassdrum wird in Bewegung gesetzt. Diese nennen wir erstmal Druckwelle, die trifft dann wiederum auf das Resonanzfell und wenn da kein Loch drin ist, wie jetzt hier, und der Druck nicht entweichen kann, dann wird diese Druckwelle im Prinzip genauso auf das Schlagfell wieder zurückgeworfen. Das passiert innerhalb von ein paar Millisekunden und hat zur Folge, dass wir dann einen starken Rebound auf das Pedal bzw. auf den Beater bekommen. Wenn du dann mit einer Fußtechnik spielst, bei der du normalerweise mit dem Beater im Fell drin bleibst, dann merkst du, wie der Beater nach jedem Schlag nochmal so leicht zurückgeworfen wird. Und das macht die ganze Fußtechnik etwas unkontrollierter und genauso klingt es dann auch. Meistens nicht sehr schön. Ich möchte dich ja nicht beeinflussen, aber wenn du diese Probleme nicht haben möchtest, dann solltest du ein Loch in das Resonanzfell schneiden. Das ist auch relativ schnell gemacht, aber es gibt dabei ein paar Dinge zu beachten. Erstens, schneid nicht einfach drauf los, sonst sieht das nachher nicht gut aus, sondern kauf dir so einen Verstärkungsring hier, die nennen sich Bassdrum aus. Die schützen das Fell dann, damit es nicht einreißt an den Stellen, wo du geschnitten hast und damit sieht es zusätzlich auch noch ordentlicher aus. Zweitens, wenn du dir einen Bassdrum-O kaufst, dann wirst du die in verschiedenen Größen finden. Meistens 4 oder 6 Zoll. Beide sind in Ordnung und in beide passen normalerweise auch noch alle Arten von Mikrofonen rein. Selbst bei dem 4 Zoll passt auch noch eine Grenzfläche rein, ja, das ist eine Art von Mikrofon. Selbst die passt dann noch rein. Bei den größeren kommst du allerdings natürlich noch besser mit der Hand rein, falls du mal deine Dämpfung irgendwie anders positionieren willst. Ich habe jetzt hier allerdings einen von den kleineren Ringen, der hat 4 Zoll, weil ich habe für mich gemerkt, dass mir bei Fällen mit den 6 Zoll Ringen zu viel Druck auf einmal mit der Bassdrum verloren geht. Also ich finde es vom Spielgefühl her mit dem 4 Zoll Ring besser. Aber das ist auch Geschmackssache und das muss man auch einfach ausprobieren. Drittens, überleg dir die Position von dem Loch. Ich würde es nicht genau in der Mitte machen, sondern lieber etwas dezentral, so wie es jetzt eben hier auch ist.
Dadurch hat der Tontechniker nämlich mehr Einstellungsmöglichkeiten von der Mikrofonierung her, als wenn das Loch direkt in der Mitte ist und die Druckwelle beim Spiel direkt auf das Mikrofon kommt. Also lieber etwas aus der Mitte raus, aber auch nicht direkt am Rand, weil du sonst eventuell im Verstärkungsring deines Resonanzfelds landest. Und wenn du das gemacht hast oder auch nicht gemacht hast, das ist deine Entscheidung, dann kannst du das Resonanzfell auch wieder auflegen, ganz normal, wie beim Schlagfell. So, und jetzt natürlich auch wieder schön mittig positionieren oder eben so, wie du es haben möchtest. Aber ich finde es natürlich gut, wenn das jetzt, wenn die Seite schon zum Publikum hin zeigt, dass das dann auch gerade und vernünftig aussieht. So, so sollte das eigentlich passen. Ich glaube so. Ja. Okay. Dann geht es eigentlich weiter wie beim Schlagfell auch. Das heißt, erst wird wieder der Spannreifen aufgelegt. Achte darauf, dass du eventuell, wie gesagt, zwei verschiedene Kanten hast. So. Die flache Seite kommt dann, wie gesagt, zum Fell hin. Einfach auflegen. So. Und dann können auch schon wieder die Spannschrauben reingedreht werden. Das auch erstmal wieder nur so weit, dass sie gerade eben am Spannreifen packen. So, schön locker noch. So, das mache ich auch im Zeitraffer, damit es etwas schneller geht. Und dann sage ich bis gleich. So, als nächstes werden die Schrauben wieder angezogen. Generell spanne ich das Resonanzfell auch so tief wie möglich, weil das Resonanzfell aber natürlich zur Zuschauerseite hin sichtbar ist, sollten nach meiner Meinung nach keine Falten entstehen. Das sieht einfach blöd aus, von daher ist auf dem Resonanzfell meistens etwas mehr Spannung drauf als bei dem Schlagfell. Das ist aber auch nicht schlimm. Also fange ich wieder mit irgendeiner Schraube an. Ich nehme wieder diese hier oben und mache da eine halbe oder ich probiere erstmal eine Viertelumdrehung. So, Viertelumdrehung. Dann wieder die gegenüberliegende. Dann wieder die Schraube rechts, von der ich gestartet bin. Wieder dieses typische überkreuzte Spannen. Dann wieder die gegenüberliegende. Wieder eine Schraube weitergehen. Viertelumdrehung. Wieder gegenüber. Viertelumdrehung. Eine Viertelumdrehung ist echt wenig, ne? Aber das kommt halt, wie gesagt, auch ein bisschen auf das Gewinde an. Bei der Bassdrum funktioniert es. So, dann wieder die hier. Und dann die letzte noch, die gegenüberliegende Viertelumdrehung und fertig. Wenn jetzt keine Falten mehr zu sehen sind, dann ist das für mich super, dann lasse ich das so. Andernfalls würde ich nochmal die ein oder andere Schraube, an denen die Falten jetzt sind, nochmal ein bisschen nachziehen oder im Allgemeinen nochmal an jeder Schraube ein bisschen was draufgeben. Ansonsten lasse ich das so. So einfach geht's. Wir sind auch schon fast fertig. Jetzt stelle ich die Bassdrum aber erstmal hin. Und dann müssen wir noch, wie vorhin erwähnt, die Dämpfung nochmal positionieren. Und das geht jetzt im Prinzip ganz einfach so. Man kann ja jetzt schön durch das Resonanzfellloch greifen. So, und jetzt positioniert man die Decke so, dass es leicht am Resonanzfell anliegt und leicht am Schlagfell anliegt, weil dann beide Fälle nochmal so ein bisschen abgedämpft werden. So. Wie sieht es von da aus? Da sieht auch gut aus. Mit dieser Spezialanfertigung, die ich da gemacht habe, da liegt es schön gleichmäßig an. Jetzt hier bei der Decke muss man ein bisschen gucken. So, aber wenn man das so hinlegt, dass am Resonanzfell und Schlagfell anliegt, ist das schon wunderbar. So, das war es schon fast. Jetzt mache ich noch die Fußmaschine dran und trete mal drauf, damit du das Ergebnis hörst. Und du wirst es natürlich ganz, ganz anders wahrnehmen als ich, da du logischerweise jetzt gerade nicht hier im selben Raum stehst, sondern du wirst es ja wahrscheinlich über einen PC, über Laptop oder irgendein mobiles Gerät hören. Klar, dass der Sound dann nicht so rüberkommt, wie es jetzt gerade hier ist. Aber das lässt sich leider nicht anders bewerkstelligen. Vielleicht hörst du es dann einfach mal über Kopfhörer oder über eine gute Anlage. Damit du es aber ungefähr nachvollziehen kannst, werden wir das Ergebnis mal auf drei verschiedene Arten hier einblenden. Und zwar einmal nur mit dem Kamerasound. Dann einmal mit dem normalen Bassdrum-Mikrofon, allerdings als Rohmix, ja, wirklich gar nichts bearbeitet. Und dann einmal mit ein bisschen Equalizer, das heißt ein bisschen Bass reindrehen, ja, aber kein Hexenwerk, also nicht mega aufwendig gemischt oder so, sondern wirklich ganz, ganz einfach gehalten, nur ein bisschen Bass rein und fertig, ja. So, und so klingt das Ergebnis dann.
So habe ich mir das vorgestellt. Ein schöner Attack, kurz und knackig, kein langer Nachklang, perfekt für Rock- und Popmusik, schön bassig, also es schiebt ganz gut in den unteren Frequenzen. Also mir gefällt's. Sowohl von der Raumakustik hier, als auch wenn man es über die Anlage oder Kopfhörer hört. Obwohl eine Bassdrum zu stimmen relativ schnell gemacht ist, habe ich jetzt trotzdem viel geredet, aber so weißt du wenigstens, worauf du achten kannst. Als kleinen Bonus könnte man jetzt noch sogenannte Bassdrum-Patches auf das Schlagfell kleben. Das sind solche kleinen selbstklebenden Kunststoff- oder Filzsticker, die das Fell an der Stelle verstärken sollen, an denen der Beater auf das Fell schlägt. So hält das Fell dann auch noch mal ein bisschen länger. Okay, damit sind wir am Ende des Videos. Ich hoffe, dass ich dir damit helfen konnte. Das war, wie gesagt, nicht die Musterlösung für jede Bassdrum, sondern es war einfach die Methode, wie ich meine Bassdrum stimme und wie es gut zu meinem Sound passt. Und so bekomme ich auch regelmäßig nach Auftritten gesagt, dass die Bassdrum sehr, sehr fett geklungen hat, also quasi wie so ein Tritt in den Bauch, wenn man vor der Bühne steht. Natürlich liegt das auch an der Anlage des Tontechnikers, die derjenige mitbringt, aber der freut sich auch, wenn die Bassdrum schon von alleine gut klingt und er da nicht noch zig Effekte drauf machen muss, bis es schön fett klingt. Jetzt bist du dran. Den besten Tipp, den ich dir geben kann, ist einfach viel auszuprobieren. Gerade was die Dämpfung angeht, da wirst du nämlich deutliche Unterschiede hören. Und versuche einfach mal selber verschiedene Erfahrungen zu machen. Selbst wenn du jetzt alles genauso machst, wie ich es bei dieser Bassdrum gemacht habe, kann es sein, dass es bei deiner Bassdrum völlig anders klingt. Wenn du noch mehr zu dem Thema wissen willst, dann schreib uns deine Fragen einfach in die Kommentare. Das gleiche gilt auch, wenn du noch andere Tipps hast, wie du deine Bassdrum stimmst oder wenn du andere Methoden hast, dann schreib das gerne unten rein. Dann können nämlich auch noch andere davon lernen und erzähl uns auch gerne mal, welche Fälle du verwendest, welche du besonders gut findest, womit du gute Erfahrungen gemacht hast. Schreib es gerne da rein, wir sind sehr gespannt und freuen uns drauf. Ansonsten hoffen wir, dass dir das Video gefallen und geholfen hat. Wenn ja, dann freuen wir uns über ein Like von dir, also klicke einfach mal auf den Daumen nach oben. Und abonniere natürlich den Kanal, falls du es noch nicht getan hast, dann bleibst du nämlich immer auf dem Laufenden und verpasst keine neuen Videos mehr. Wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst oder Schlagzeuganfänger bist und dich generell für Online-Unterricht interessierst, dann besuche unsere Website www.drum-mind.com. Da gibt es nämlich unseren Online-Kurs für Schlagzeuganfänger und auf der Website kannst du den Kurs auch kostenlos testen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg beim Stimmen deiner Bassdrum und sage mal bis bald. Liebe Grüße und tschüss.